Weihnachten mit RE1. Verschiedene Bräuche und Rituale hatten früher in der Weihnachtszeit eine sehr große Bedeutung. Doch was ist davon übrig geblieben? Wie schaut denn das Ganze heute aus? Wir sind der Sache nachgegangen und besuchen deshalb eine Bauernfamilie im oberen Lechtal. Wir haben jetzt im Stadl bei der Familie Klages in Elbingenalp Platz genommen. Bei mir ist die Elke Klages, sie ist unter anderem auch Bezirksbäuerin. Elke, zunächst einmal recht herzlichen Dank, dass wir bei dir sein dürfen und danke, dass du dich Zeit genommen hast. Ja, grüß euch, danke, es freut mich, dass ihr da seid, dass ihr mich besuchen könnt bei uns auf dem Hof. Das freut mich sehr, ja. Elke, du bist ja Bezirksbäuerin, wie bist du zu der Ehre gekommen? Ja, zu der Ehre bin ich gekommen, eigentlich irgendwie ganz überraschend und plötzlich. Ich bin immer schon in der Landwirtschaft tätig gewesen, aber früher immer auf der Alm und war eigentlich gar nicht eine klassische Bäuerin, weil das der elterliche Betrieb ist und ich da eigentlich nur die erste Magd bin. Aber ich bin jetzt eben fast mein ganzes Leben auf der Alm gewesen und letztes Jahr hat sich das nachher noch so ergeben, dass man mich gefragt hat. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich das Metier für das, was ich mir am liebsten einsetze. Und deshalb bin ich Bezirksbäuerin geworden. Ich kann mir vorstellen, du hast es erwähnt, du warst fast dein ganzes Leben auf der Alm. Da wirst du sicher allerhand erlebt haben. Ja, schon einiges habe ich schon erlebt, ja. Also ich war schon auf einigen Almen in Liechtenstein in der Schweiz, da in Tirol, schon seit der Kindheit mit meinen Eltern. Ja, erlebt, ja, ja. Einiges. Ja, ganz kurz noch, bevor dass wir nachher zum eigentlichen Thema kommen, du hast gesagt, in Liechtenstein, in der Schweiz warst du auch. Was ist denn jetzt ganz kurz vielleicht der Unterschied bei den Almen in der Schweiz gegenüber uns da? Gibt es da einen Unterschied? Ja, da gibt es einen Unterschied. Der Stellenwert der Almen in der Schweiz hat einen sehr hohen und die haben schon ganz viel früher angefangen zum schauen, dass die Almen gepflegt werden und dass die Almregionen aufrechterhalten werden und das alles gut geworden wird, bestoßen wird und habe das immer gut gefördert und geschaut, dass ich gutes Personal habe, auch gut bezahlt. Das war ein Grund, warum es ins Tiroler oft auch so gut gefallen hat. Und die haben sehr intakte Almen, also wo viel geraumt ist, wo man maximal bestoßt und wo man auch die Alm als Wirtschaftsraum sehr genutzt, indem dass man den Käse selber produziert und dass der kleine Kreislauf eben Brenner sehr groß gehalten wird. Aber jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Wegen dem sind wir ja bei dir heute vorbeigekommen. Es geht heute um sogenannte Weihnachtsbräuche, Rituale, einst und jetzt. Zunächst einmal, die Weihnachtsbräuche, welchen Stellenwert haben die heute noch bei dir bzw. bei deiner Familie? Ja, nicht mehr ganz so einen großen, wie sie gehabt haben, wo die Kinder noch klar waren. Da hat man es ein bisschen mehr zelebriert. Ja, weil die Kinder halt die Aufregung noch viel mehr irgendwie am Gedanken haben, wenn man eben Pachetzler gebracht hat oder wenn man die Bierzelte gemacht hat. Wenn zum Beispiel das voll im Programm dabei gewesen ist, dass es einmal im Advent eben einen Pimmel geben muss oder eben Hauser, das ist schon so ein Brauch, den es im Lechtl gibt, so Hefegebäck. Und ja, und jetzt hat es schon noch einen großen Stellenwert, aber halt wenn die Kinder da sind, die klein sind, dann ist das nochmal ein bisschen anders. Aber das gehört ganz normal dazu, zum Jahresrhythmus, dass man das volle Programm mitnimmt, was Weihnachtsbräuche im Lechtl sei. Was hat man jetzt so speziell früher so im Lechtl zu Weihnachten gegessen? Hat es da was Spezielles gegeben? Die Zeit war ja auch hier nicht rosig. Nein, das ist, weil ich mich ein bisschen erkundigt, das ist eigentlich bei uns auch so, wie in vielen Orten ist, dass es bei uns am Weihnachten auch Würstler mit Nudelsuppe mit Würstler gibt, jetzt auch noch, dass das jetzt auch noch so der Brauch eben gelebt wird. Aber bei uns daheim, meine Eltern kamen eben vom Steg, da hat man immer, wenn man eben von der Alp kennt, ist im Herbst das Viech gemetzgen, die Schweier gemetzgen und am Weihnachten hat man das nachher, wenn es geräuchert gewesen ist und wenn es fertig gewesen ist, hat man das angeschnitten und es ist halt eben der spezielle Feiertag gesessen, wo wir bei uns daheim, beim Ali und beim Ele daheim, war das Sulz, wo man dort eben nachher angeschnitten hat oder die Hauswurst sei fertig gewesen, der Speck ist fertig geräuchert gewesen und der Bierenzelter, den, wo man eigentlich speziell gemacht hat für Heiligabend oder für die Weihnachtszeit, den hat man am Heiligabend angeschnitten, also da hat das Festessen nachher mit dem angefangen. Wenn du jetzt ein bisschen so zurückblickst, von früher, nehmen wir mal her, von deiner Kindheit auf heute, was hat sich da geändert? Boah, viel, he?
Ich finde, es hat sich sehr viel geändert. Ich glaube, auch wir waren früher ein bisschen bescheidener vielleicht, als wie man das heimlebt, weil heimkriegt mir das halt schon ein bisschen sehr übertrieben und zu feudal gefeiert irgendwie für, dass man manchmal vielleicht ein bisschen auf den Sinn vom Eigentlichen von der Adventzeit und von Weihnachten vielleicht möchte ich nicht unterstellen, aber manchmal ist da eben am Ort schon wenig dahinter und ich finde, es war schon wichtig, dass man es mit diesen Bräuchen ein bisschen intensiver lebt. Wir haben früher Scherz in der Weihnachtszeit als Kind, weil da ja so viele spannende Sachen waren. Und heim lebe ich das ein bisschen bewusster. Und, ja. Habt ihr eigentlich, oder war das früher auch so üblich, dass man zu Weihnachten gesungen hat in die Familien? Ja, bei uns ist das sowieso üblich, weil mein Papa ein ganz musikalischer, also bei meiner musikalischen Familie allgemein sei, dass ich ja alle ein Instrument gelernt habe und dass wir schon miteinander am Weihnachten singen, fast das ganze Jahr nicht mehr, aber am Weihnachten singen wir immer noch miteinander. Das ist schon, das gehört schon dazu, ja. Und was natürlich nicht fehlen darf, der christliche Glaube, die Metten zu besuchen, das war ja, kann ich mir vorstellen, so quasi ein Pflichttermin, oder? Mhm. Früher war das ein Pflichttermin und heute auch noch, aber nur ganz so. Ganz so extrem. Meistens sind wir eben zu faul, um so lange warten und gehen schon in die Kindermette, damit wir so noch nicht so lange aufbleiben müssen. Aber die Mette und die Kirche im Allgemeinen gehört auf jeden Fall zu Weihnachten dazu, ja. Generell jetzt zum Thema Brauchtum, Weihnachtsbräuche etc. Wie sieht man die Entwicklung von früher auf jetzt? Früher auf jetzt? Im Allgemeinen ist das schon bei der Bäuerinnen oder bei der bäuerlichen Familie sicher noch am meisten Brauchtum und Tradition gelebt wird. Und vielleicht sogar jetzt wieder ein bisschen andersrum, bewusster, weil durch das, gerade mit dem Räuchern, das ist, glaube ich, ein, zwei Generationen nur so, was ich jetzt das eben aus den Büchern rausgelesen habe, nur so praktiziert worden, nur so gleich praktiziert worden, aber man hat herausgefunden, dass man es früher schon viel mehr auch gelebt hat, das Räuchern, und dass man das jetzt wieder viel mehr tut. Also das ist so eine Entwicklung da drin, wo ich finde, die Frauen, was jetzt sie mit der Bäuerinnen bis jetzt zum Tier gehabt haben, finde ich das auch sehr wichtig, dass man sich die bäuerlichen Bräuche lebt, weil das eigentlich zu unserem Naturrhythmus, zum Jahresrhythmus dazugehört. Da sind wir wieder bei einem Thema, das sogenannte Räuchern am Heiligen Abend. Gell? Und das werden wir ja heute ein bisschen vorverlegen, du wirst uns das zeigen. Gell? Also der Stellenwert des Räuchern, du hast es angeschnitten, war früher mehr, kommt heute wieder mehr. Was nimmt man da genau? Gewisse Kräuter nehme ich mal an, oder? Ja, aber dort im Sommer tut man Kräuter sammeln. Am 15. August bis am 8. September ist der Frauen-30er, da tut man Kräuterbuschen binden und Kräuter sammeln. Und gerade fürs Räuchern bindet man sich meistens so einen Kräuterstrauß, den man nachher zu welchen Gegebenheiten auch immer verwendet. Weil Räuchern tut man eben nicht nur fürs Räuchern in der Rauhnächte, was jetzt eigentlich über Weihnachten so bekannt ist, sondern Räuchern tut man zum Beispiel auch, wenn man eine Kälberkrankheit hat oder so, zur Desinfektion oder zum Reinigen vom Stall oder zum unguten Energien rausbringen, wenn man mal ein bisschen Pech gehabt hat und unglücklich ist, dass man da einen Rauch macht und irgendwie sich bewusst macht, dass man das jetzt verabschieden möchte, dass es jetzt genug ist und dass man wieder Hoffnung hat, dass es jetzt besser wird. Und für das gibt es einen extra Räucherstrauch, den wir ins Tag gebrockt haben oder gebunden haben im Sommer. Und im Winter, je nachdem, wie man braucht, nutzt man nachher. Zum Räuchern kommen wir dann ein bisschen später noch. Aber weil wir gerade bei den Kräutern sind, du bist ja unter anderem auch eine Kräuterhex. Genau, ja. Ja, das bin ich. Also ich gehöre dem Verein der Kräuterhexen an. Und ich habe vor ca. 10 Jahren mit den anderen 50 Kräuterpädagogen im Naturpark Lechtal die Ausbildung gemacht. Und die letzten 10 Jahre haben wir eben ganz viel ausprobiert und selber versucht, also alles umgesetzt, was wir gelernt haben, was wir aus den Büchern rausgelesen haben. Und Kräuter haben im Speziellen bei uns in der Region, im Lechtl, im Naturpark, einen sehr hohen Stellenwert gewonnen. Eigentlich ist sowieso die Grundlage, meiner Meinung nach, vor allem was mit der Landwirtschaft und auch mit dem Tourismus und dem allem zu tun hat, dass wir so eine intakte Natur haben mit so viel Artenvielfalt und die Mannigfaltigkeit, die man auch in dem Kurs eben nochmal neu erhoben hat, wo die ganzen Biologen und die wichtigen Leute uns gesagt haben, was für ein Schatz bei uns im Lechtl irgendwie noch geborgen ist, weil wir so wenig verdunkt und ohne Pestizide und so in unserer Natur eben noch haben, wo so viele verschiedene Kräuter und Wildpflanzen wachsen, die wo, wir eben auch nutzen können. Wie werden jetzt diese ganzen Kräuter, diese edlen Kräuter, muss man sagen, jetzt vermarktet, beziehungsweise wo sind die überall erhältlich? Na, vermarkten, das ist schon so ein bisschen eine schwierige Sache. Es gibt einige, die bei uns die Kräuter vermarkten.
was bei uns oder bei mir im Speziellen ist es mehr die Verbreitung und das Wissen, das man weitergeben möchte, weil Kräuter sind etwas Kleines und Unscheinbares und sie sind auch im Leben etwas, was also so kleines Wohlbefinden schaffen kann oder wo also Kleinigkeiten, die das Leben verbessern können und das weiterzugeben, für was man sie nutzen kann und für was man sie verwenden kann, eben zum Beispiel in der Wildkräuterküche oder für die Wellness, für die Pflege, für die Kinder, für ja, das Wohlbefinden, für das, die Vermittlung von dem Wissen, für das ist eigentlich mein Hauptaufgabengebiet oder sicher als mein Hauptaufgabengebiet als Kräuterhexe. Wenn wir jetzt beim Räuchern noch ein bisschen bleiben, wenn wir nachher gleich einmal zum Räuchern gehen, beziehungsweise uns da das Zeug da herrichten, wie wird denn das heutzutage, du hast schon erwähnt, also früher hat es selbstverständlich gewesen, das Ganze, heute wieder ein bisschen mehr, wie wird denn das Ganze von der Jugend aufgenommen? Wenn man da ein bisschen belächelt, oder sagt man ja, so alt. Und so. So und so. Also die Entwicklung, was das eben die letzten 10 Jahre überhaupt mit ins Kräuter Fachleute gemacht hat, ist ja speziell, weil am Anfang war es schon so, dass man ihn so ein bisschen belächelt hat und gefunden hat, also das sei ja schon ein bisschen Spleen, was wir vielleicht haben, aber inzwischen haben wir schon so viele Erfahrungswerte aus der Sicht von den Kräutern haben wir auf jeden Fall einen Erfolgszug aufgetan. Wir werden inzwischen schon sehr ernst genommen und sehr für wichtig genommen. Sicher am Anfang, wenn sie sich gar nicht auskennen, dann finden sie Mann, oh, was ist denn das da? Und die lästige Mama, so war es mal bei mir daheim, jetzt kommt sie wieder mit dem und dem Salat, was nicht so ganz was ihnen nicht so getaugt hat, aber wenn sie nachher die Wirkung gespürt haben, dass es ihnen wohlgetan hat, dann haben wir sich ganz gut überzeugen und es gibt so sehr viele junge Frauen, die sagen, ich möchte unbedingt viel mehr über das wissen, weil es interessiert mich sehr. Man kann sich schon begeistern für Kräuter, wohl. So, jetzt haben wir ganz einen netten Hunger gehabt, also eine ganze Menge haben wir wieder erfahren, aber bevor das jetzt wirklich losgeht, was wünschst du dir für die Zukunft, beziehungsweise was ist für dich wichtig? Also, was für mich wichtig ist als Bezirksbäuerin, dass es eine ganz positive Entwicklung geht in der Wertschätzung und Wertschöpfung der Landwirtschaft im Tal, im Bezirk, also im ganzen Bezirk, aber auch im Tal, dass einfach in unserer Natur wieder mehr berücksichtigt wird, dass wir so dankbar sein können, wo wir wohnen können und was wir alles für Gaben gekriegt haben, möchte ich mal sagen, so, was die Natur uns schenkt und dass wir auf das besonders gut schauen und das nicht über den Bogen nicht überspannen. Alles, was mit Klimaschutz zum Tier hat und so, das sind so Sachen, die mir sehr am Herzen liegen und wo ich finde, das wünsche ich mir. So, und jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir eine kleine Pause und nehmen einen Schluck heißen Tee. Und natürlich haben wir den selber gemachten, der spezielle Lechtaler Bierzelter. Bierzelter, ja. Ja. Vom Herr Tuta, ja. Okay, den probieren wir jetzt. Bitte schön, lass uns schmecken. Wenn man sich da so einen Busch gemacht hat im Sommer, dann nimmt man so Räucherkräuter wie zum Beispiel das ist der Beifuß. Der Beifuß ist, man sagt ihm einfach nach, das ist das Kraut aller Kräuter, ein Wermutkraut, eine Artemisia, das, was stark macht und das, was so eine reinigende und desinfizierende Wirkung hat. Das hat, was bei uns jetzt ganz wahrscheinlich das allüblichste Kraut ist, das hat der Wacholder oder der Kramet, wie man bei uns sagt. Und das ist überhaupt das Räucherkraut, was man glaube ich, am meisten verwendet. Das ist wirklich so das Kraut, wenn zum Beispiel Kälberkrankungen gewesen sind früher, wenn sie so Durchfall gehabt haben. Ja. Und nachher hat man den Stall geräumt und alles ganz, ganz sauber ausgewascht und gekalkt. Und nachher hat man eben mit Kramet, hat man nachher eben geräuchert. Und am 14. August sind die Bäuerinnen da gewesen. Nachher haben wir da Kräuterbuschen gebunden. Und also in jedem Kräuterbuschen hat irgendwie eine andere Bedeutung. Der eine nimmt ihn halt in den Herrgottswinkel, der andere hängt ihn für die Hausapotheke auf, für sie selber, die anderen nehmen für die Viehapotheke, also für die Stallapotheke. Und das da ist also ein richtiger klassischer Räucherstrauß. Im Kräuterbuschen sollte immer eine Königskerze sein, das ist das da hörte. Ein Beifuß, da hat ist Johanniskraut, eine Rose, dahinter habe ich noch Haselstauder, hat es bei uns da auch. Und zum Beispiel Schafgarbe, Dost, das sind so richtig klassische Räucherkräuter, die wir brauchen. Und natürlich der Wacholder. Der Wacholder habe ich hier frisch. Der Wacholder ist eigentlich für uns jetzt als Räucherbuschen ist das Kraut, das am meisten gebraucht wird oder was wir am liebsten nehmen.
Und am Weihnachten tun wir schon solche Kräuter dazu, wie zum Beispiel Weihrauch. Wenn man am Weihnachten durch den Stall geht, also zum Räuchern im Allgemeinen, ist nur zu sagen, die wichtigsten vier Rauhnächte, die es gibt, das sei der 21. Dezember. Es ist jetzt nachher am nächsten Dienstag. Das ist die Wintersonnenwende. Da ist die erste wichtige Rauhnacht. Die zweite wichtige Rauhnacht ist Weihnachten. Die dritte ist Silvester. Und die vierte ist Dreikönig. Und die, von Weihnachten bis Dreikönig sind es insgesamt 12 Rauhnächte, die, wenn man zelebriert und wenn man ja da raucht, wo man sich mit dem Rauch und mit seinem Bewusstsein eben auf den Sinn lässt, kann man sich so ein bisschen wünschen oder so einen Neubeginn oder Ziele setzen fürs nächste Jahr. Jeweils für jeden Tag im nächsten Jahr ist ein Monat gedenkt, wo man raucht. Das sind eigentlich die Rauhnächte, so wie man sie jetzt selber zelebriert in den Büchern. Das ist schön. Und mit dem, das kann man eben ganz gut zelebrieren mit den Rauhnächten. Eigentlich ist das Rauchen so ein bisschen etwas wie ein Segen auch. Aha, dass man es viel segnet und dass man eigentlich hofft und dankt. Also hofft, dass es gut geht und dankt, wenn es gut gegangen ist. Es ist eben gerade beim Viechen so, dass es oft nicht also so geht, als wie man es gerne hat. So, Elke, es war sehr interessant. Man hat wieder allerhand erfahren, Neues dazugelernt. Wir sind am Schluss jetzt. Was ist für dich noch wichtig? Was möchtest du noch gern rüberbringen? Ja, es hat mich gefreut, dass ihr da gewesen seid. Danke. Ich möchte eigentlich noch ganz gerne Weihnachtsgrüße an alle schicken, die jetzt die nächsten Tage noch mehr treffen. Ich wünsche euch allen ein Gruß, alle schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das wünschen wir dir natürlich auch und deiner Familie. Alles Gute, bleib tapfer, bis zum nächsten Mal. Danke vielmals und alles Gute.